Seit jeher sind Menschen fasziniert vom Fliegen. Für manche ist es ein Adrenalinkick, andere wollen nur schnell ihr Reiseziel erreichen. Das Flugzeug ist nämlich statistisch gesehen das sicherste Verkehrsmittel der Welt. Aber woran liegt das eigentlich? Während wir entspannt im Flieger sitzen, gibt es Menschen, die im Hintergrund dafür sorgen, dass Flugzeuge sicher durch den Luftraum navigiert werden. Die Rede ist von Fluglotsen. Wenn man Fluglotse hört, denken viele erstmal an die Einweiser auf dem Rollfeld. Ging mir ehrlich gesagt genauso. Diese Figur wird sogar offiziell als Fluglotse verkauft. Dabei ist das völliger Quatsch. Tatsächlich arbeiten Fluglotsen im Tower oder im Center. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich, was die da machen. Und genau deswegen schaue ich mir das heute mal an. In diesem Format möchte ich mir Berufe anschauen, in die man normalerweise keine Einblicke bekommt. Deswegen fahre ich heute nach Frankfurt zum größten Flughafen Deutschlands. Hier starten und landen täglich mehr als 1200 Flugzeuge. Am Tower treffe ich Sören, er arbeitet schon seit 6 Jahren in Frankfurt als Towerlotse. Von ihm möchte ich erstmal wissen, was überhaupt die Aufgaben eines Fluglotsen sind. Also wir Fluglotsen hier am Tower in Frankfurt sind zuständig für alle Starts und Landungen, die hier am Flughafen absolviert werden. Also wenn mehrere Flugzeuge eine Landebahn anfliegen, müssen wir schauen, dass der Abstand zwischen diesen Flugzeugen stimmt. Das sind Minimum 3 Meilen. Dann, wenn die Bahn frei ist, können wir den Flieger zur Landung freigeben. Unsere Kontrollzone geht bis 500 Meter Höhe. Und alles, was da drin fliegen möchte, sei es natürlich hier der normale Linienverkehr, sei es auch Sportflieger aus Egelsbach zum Beispiel, sei es der Rettungshubschrauber. Polizeihubschrauber haben wir auch sehr, sehr oft. Oder mittlerweile muss man auch von Drohnen ausgehen, die hier fliegen möchten. Muss ich alles bei uns melden und das alles kontrollieren wir und versuchen das alles in eine separierte Staffelung halt reinzubringen. Und wie das genau in der Praxis aussieht, zeigt mir Sören in der Towerkanzel. Hier arbeiten pro Schicht 8 Fluglotsen an unterschiedlichen Arbeitsplätzen. Wie gesagt, das ist unser Standardarbeitsplatz. Das Wichtigste, was wir brauchen, ist erstmal unser Luftlageradar. Hier sehen wir alles, was gerade in der Luft ist. Alles, was hier so ein Label hat, also jedes Viereck mit dem Label dran, ist halt ein Flieger, der gerade in der Luft ist. Wir haben zum Beispiel BMR, 25 Bravo Foxtrot heißt der bei uns. Daneben hast du die Höhe, das sind gerade 500 Fuß. Und daneben hast du die Geschwindigkeit. Ja, und so können wir unsere Staffelung eben erhalten. Wenn wir sehen, da hinten kommt der nächste, ist er zu schnell, könnte es vielleicht eng werden mit der Staffelung oder sowas, sodass wir die eben dementsprechend einbremsen können. Ja, jede Anweisung, die ich dem Piloten gebe, muss er mir auch zurücklesen. Damit man weiß, dass er das verstanden hat. Genau. Ja, zum Beispiel für den EasyJet, den ich jetzt Startfreigabe gebe. Easy 702 Papa, Wind 220 degrees, 16 knots, runway 25 center, cleared for takeoff. Also ich sage, wenn ich die Anweisung gebe, ist als erstes, dann sage ich den Wind, ne, 220 mit 16 Knoten, Piste 25 Sender, das ist die aktuelle Startbahn, wo er draufsteht, Cleared for Takeoff, ist dann eben startfrei. Mhm. Und dann weiß er, alles klar und rollt los. Wann wird die Verbindung hergestellt? Hören das alle gleichzeitig? Oder das hören alle gleichzeitig. Okay. Das ist eine Frequenz hier und alle Piloten, die gleichzeitig auf der Frequenz sind, hören auch mit. Also du sprichst nicht nur zu einem mit selber oder so, sondern alle Piloten, der Saudier, hört mit, dass ich gleich die Landefreigabe gebe. Okay, das heißt, alle wissen auch so ein bisschen Bescheid. Genau. Ich habe auch gehört, dass ihr kein normales Englisch sprecht, sondern das ist so ein bisschen spezielleres Englisch. Ja, das ist richtig. Wir benutzen sogenanntes Luftfahrtenglisch. Roger Albert 6, Cross Tango 2, Next Report Tango 6. Lufthansa 2 Victor Tango Departure, tschüss. Also es unterscheidet sich eigentlich nicht groß zu dem normalen Englisch. Wir haben halt nur ein paar kleine Feinheiten da drin oder Spezifikationen halt. Also es gibt so gewisse Phrasen, die wir halt haben, die wir benutzen für Startfreigaben, für Landefreigaben und so weiter. Also wenn ich zum Beispiel 3 auf Englisch sage, heißt es normal 3, ne, mit dem TH. Aber in der Luftfahrt sagen wir 3. Also quasi, als wenn man einen Baum sagen würde, durch die Funkqualität kommt das vielleicht, wenn ich 3 sage, dann kommt da nur so ein Knacken raus oder so ein Rauschen. Damit das der Pilot halt versteht, sagt man halt eben 3. Für mich sieht das jetzt natürlich alles noch super kryptisch, unübersichtlich aus, ja. Aber es ist wahrscheinlich auch einfach so eine Gewohnheit. Es ist absolut, ne? Gewohnheit, ja. Also wir haben auch im Simulator, fängst natürlich erstmal klein an, ja. Dann hast du in einer halben Stunde vielleicht 3, 4 Flieger, wo du erstmal guckst, wo ist er überhaupt und was macht der und was muss ich sagen. Ja, dann, weil du diese Sprechgruppen, die verselbstständigen sich halt dann irgendwann. Ja, dann sagst du das einfach nur noch so, weil du es halt gewohnt bist, das zu sagen. Ja, du denkst gar nicht mehr drüber nach. Nachdem ich die ersten Einblicke bekommen habe, würde ich das Ganze jetzt gerne mal selber ausprobieren. Im Tower geht das natürlich nicht. Deswegen besuche ich das Ausbildungszentrum der Deutschen Flugsicherung in Langen und schaue mir einen Simulator an, in dem Fluglotsen normalerweise trainieren. Wow, krass. Und das ist jetzt hier 360 Grad, ja, ne? Also von allen, genau, Seiten. Man kann alles sehen. Wir sind jetzt hier in Frankfurt. Das ist der Frankfurter Tower.
Und man kann hier all das sehen, was für uns als Lotse in der Ausbildung wichtig ist. Ja. Es kann hier regnen, es kann hier wirklich richtig eine Suppe geben, also Nebel, dass man gar nichts mehr sieht. Ja. Also alles, was man im echten Leben braucht und was man sich auch vorstellen kann, was passieren kann, kann hier passieren. Wie sieht jetzt hier so ein Training in diesem Tower-Simulator aus? Wir beginnen bei Übung 1 logischerweise und gehen dann bis zum Schluss mit leichten Übungen. Es wird dann immer komplexer, es kommt mehr Verkehr, dann wird auch das Wetter mal schlechter. Dann kann auch mal passieren, dass der Verkehr mehr oder weniger auch so von uns geschrieben wird, also die Übung programmiert wird, dass sie sich ein bisschen in die Quere kommen würden, würde der Lotse nichts machen. Wir wollen natürlich nicht alles immer nur einfach machen, sonst man muss es ja auch lernen, ja, dass man darauf achtet. So, jetzt schickt man den Airbus, der da vorne rollt, der kleine süße Grüne, den schickt man jetzt zum Tower, der kommt aus Irland und sein Rufzeichen ist Shamrock 650 und wir sagen zu ihm jetzt Shamrock 650, Contact Tower, 119.9. Da ist das Mikrofon, bitteschön. Oh je. Shamrock 650, Contact Tower, 119er, Desmond Niner. Shamrock 650, Contacting Langen Tower on 119er, Desmond Niner. Richtig? Genau, richtig. Wunderbar. Hat geklappt. Cool. Der geht jetzt rüber zum Tower und dann ist er weg. So einfach ist das. So einfach ist das. Das läuft ja jetzt hier alles digital über den Bildschirm. Aber was ist denn, wenn so ein Computersystem mal ausfällt oder wenn es einen Stromausfall gibt oder sowas? Ja, also früher hatten wir diese kleinen süßen Papierschnipsel hier in die Kontrollstreifen, da waren die gleichen Informationen drauf wie hier auf diesem System. Ja? Wenn das ausfällt, nehmen wir die wieder. Wir nehmen wieder Papier, einen Kugelschreiber und schreiben dort wieder auf ganz normalen Kontrollstreifen. Falls der Funk mal ausfällt oder sowas, ja, könnte man theoretisch auch mit der Anweisung geben. Du hast hier grün, weiß und rot und du hast dann hier auf der Seite Lichtsignale. Ne? Einmal im Flug, was das heißt, Dauergrün heißt Landung frei. Aber rot heißt eben die Platzrunde fortsetzen und so weiter. Also man könnte theoretisch mit dieser Lightgun und mit diesen Lichtsignalen auch noch Flugzeuge lotsen. Ja, der Simulator ist auch dafür da, dass wir Notfallausbildung machen. Die Flugzeuge haben zu selten einen Luftnotfall, eine Luftnotlage. Ja, um das Ganze, so das ist, ich finde das alle gut. Ja. Aber man muss trotzdem immer regelmäßig auf den Notfall vorbereitet werden. Genau. So ein Notfalltraining darf ich mir auch anschauen. Das läuft so ab, dass die Azubis ganz normal am Simulator die Flugzeuge koordinieren und zu einem zufälligen Zeitpunkt dann ein Ereignis auftritt. In diesem Fall fängt auf einmal das Triebwerk eines Flugzeugs an zu brennen. Eine ganz schön stressige Situation. Wie fühlt sich das an, so ein Ernstfalltraining zu machen? Das sieht ja schon verrückt aus, wenn dann auf einmal das Flugzeug brennt. Es ist halt kein gutes Gefühl, so ein Flugzeug mal brennen zu sehen. Also man merkt gar nicht mehr, dass man in einer Simulation sitzt und dementsprechend verändert sich dann natürlich auch so das Verhalten und man reagiert ganz anders auf die Situation. Und das ist halt eine ganz gute Erfahrung, sowas mal zu machen. Das ist auch die Absicht des Kurses. Und hier bekommen wir halt gezeigt, okay, schau zu, du hast zwar viele Standards gelernt, aber es gibt auch Sachen, die vom Standard abweichen. Dafür haben wir dann auch noch unsere eigene Checklist, wo mein Kollege mich dann unterstützt hat. Und die Checklist haben wir nach und nach abgearbeitet. Zum Beispiel eben in dem Fall für den Triebwerksbrand. Und haben dann natürlich zum Glück, weil alles gut ging, mit der Hilfe der Piloten haben wir dann den Flieger zu Boden gekriegt. Nach dem Notfalltraining zeigt mir Muharrem auch noch einen weiteren Simulator für die Center-Lotsen. Es sitzt nämlich gar nicht jeder Fluglotse im Tower. Der größte Teil der Flugabwicklung wird eigentlich in einem Center gemacht und dafür sind dann 3 bzw. 4 in Deutschland zuständig. Die Geräte im Center sind im Prinzip die gleichen wie die im Tower. Es wird hier auch mit einem Radar und einer Funkverbindung zu den Piloten gearbeitet. Also die Center-Lotsen sind dafür zuständig, den Flugverkehr eigentlich in den Höhen. Also das heißt, während der Tower-Lotse am Flughafen zuständig ist, macht der Center-Lotse das in den Höhen. Und auch die An- und Abflugkontrolle, das heißt alle Flugzeuge, die von einem Flughafen starten oder landen, das wird in einem Center, in einem unteren Luftraum-Center gemacht. Hm. Im oberen Luftraum werden die Flieger, die über Deutschland vorbeifliegen oder in Deutschland landen, ab einer bestimmten Höhe gelotst. Das heißt, dieser Sektor sieht komplett anders aus wie dieser Sektor zum Beispiel. Da können wir jetzt auch zum Beispiel mal hingehen. Also das heißt, man kann sich das so vorstellen, ganz Deutschland ist in ganz viele Sektoren aufgeteilt. Genau. Und pro Sektor sind dann immer 2 Fluglotsen im Center zuständig, um den zu kontrollieren. Genau, das heißt, nicht ein Fluglotse ist für einen kompletten Flug zuständig, sondern ein Fluglotse ist nur für sein Gebiet zuständig und danach wird der Flieger an den nächsten Lotsen weitergeleitet. Im Ausbildungszentrum der Deutschen Flugsicherung treffe ich auch die beiden Azubis Thais und Florian. Die beiden zeigen mir so ein bisschen den Campus. Ich merke ziemlich schnell, dass hier viel Wert auf ein gutes Arbeits- und Lernumfeld gelegt wird. Also hier sieht man auch nochmal, was uns alles angeboten wird. Also hier gibt es ganz viele Kurse, die wir belegen können, halt um unter anderem Stress abzubauen oder auch einfach Kickboxen. Ja,
oder einfach mit Freunden hier was zu unternehmen. Und es gibt auch Physiotherapie und Massage, wie man sieht. Cool. Genau. Also es wird viel angeboten. Also man kann schon sagen, dass es eigentlich viel lockerer hier ist, als die meisten Leute denken. Wir verbringen auch viel Zeit mit den anderen Azubis hier nachmittags. Was würdest du sagen, muss man so an Voraussetzungen mitbringen, um ein guter Fluglot zu sein? Also auf jeden Fall Teamarbeit. Das ist also Einzelkämpfer, da hast du hier, sage ich ganz ehrlich, nichts verloren. Du merkst auch selber, du musst mal links koordinieren, dann kriegst du was zugerufen und das musst du verstehen. Also auch so ein gewisses Multitasking musst du halt können. Ja? Also der Flieger sagt dir was, gleichzeitig sagt dir dein Nebenmann was und du musst vielleicht noch irgendwas hier aufschreiben oder so. Also viele Sachen gleichzeitig machen solltest du auf jeden Fall schon können. Mhm. Du solltest... Whisky November, hallo, ja, continue visual 25 standard case of Mr. Port, schreiben wir Track 5000. Ja, also dann brauchst du ein gewisses räumliches Vorstellungsvermögen einfach. Gerade wenn du aufs Radar guckst, dann musst du wissen, der ist so hoch, der ist so hoch, der ist so weit weg. Also man sollte schon etwa so räumlich wissen, wie sich das halt abläuft. Man sollte ein bisschen Verständnis auch von vielleicht Physik haben, also wie funktioniert ein Flugzeug. Man muss nicht ins kleinste Detail wissen, ne? Aber ja, einfach wissen, warum fliegt ein Flugzeug und sowas. Dann, man sollte gut Englisch können. Also man sollte sich normal mit Leuten auf eine englische Konversation führen können. Das wäre eigentlich optimal. Es muss kein Native Speaker sein oder sowas, einfach nur gute Englischkenntnisse. Und diese ganzen Voraussetzungen, die werden ja in einem Eignungstest überprüft. Ich habe gehört, dass das so einer der krassesten Eignungstests überhaupt sein soll, bei dem echt viele Leute durchfallen. Wie fandet ihr das so? Also ich fand, der war definitiv nicht einfach. Aber es ist nicht so schwer, dass man sich jetzt verbiegen müsste oder sowas in der Art. Klar, es werden viele Fähigkeiten abgeprüft und das ist auch ein recht großes Pensum, was abgedeckt wird. Aber runtergebrochen einzeln ist das wirklich eigentlich einfache Sachen, wie mal links-rechts unterscheiden, mal ein paar Sachen auswendig lernen, ein paar Sachen im Kopf rechnen, mehr ist das eigentlich nicht. Das heißt, man muss sich da jetzt nicht krass drauf vorbereiten? Das sagt man sowieso immer. Eigentlich soll man sich nicht drauf vorbereiten, weil das Fluglotsensein ist ein Gen, ein Talent oder eine Fähigkeit. Man kann sich nicht großartig darauf vorbereiten. Man hat es entweder im Blut und man kann diese Sachen wie schnell links-rechts unterscheiden oder sich gut was räumlich vorstellen, aber ansonsten kann man es nicht großartig trainieren. Wisst ihr denn eigentlich schon, in welchen Tower ihr dann später kommt? Also jetzt am Anfang der Ausbildung wissen wir das noch nicht. Das erfahren wir circa 3 Monate vor Ende der Ausbildung. Und dann steht auch fest, wo wir die größte Zeit unseres Lebens verbringen werden. Okay, aber das heißt, man muss als Fluglotse generell schon flexibel sein, was den Wohnort anbelangt. Absolut. Auf jeden Fall. Es gibt auch Möglichkeiten, dann nochmal im Laufe der Arbeitszeit zu wechseln zu einem anderen Tower, aber da müssen dann Plätze frei sein und das muss alles von den Gegebenheiten her passen. Kann halt ein bisschen dauern, bis das organisiert ist. Ja, klar. Der Beruf als Fluglotse erfordert ja auch so ein immenses Maß an Konzentration. Wie schafft man das denn, so lange konzentriert zu bleiben? Man schafft das ja sehr gut, da man halt nur maximal 2 Stunden sitzt und danach muss man halt diese halbe Stunde oder auch eine Stunde Pause machen. Und da kann man ja eigentlich sehr gut abschalten. Also man kann hier im Pausenraum sitzen. Wir haben unten einen kleinen Sportraum, da kann man sich ein bisschen austoben. Oder man geht mal ins Terminal Essen holen. Also da haben wir verschiedene Möglichkeiten, die wir machen können. Und ansonsten auch die Wochengestaltung ist sehr, 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 sehr gut eigentlich. Also wir haben einen Schichtrhythmus von 5-3-4-4. Das heißt ungefähr 5 Tage arbeiten, 3 Tage frei, 4 Tage arbeiten, 4 Tage frei. Und diese 3 oder 4 Tage, die man dann eben frei hat, die nutzt man doch sehr, sehr gut auch zur Regeneration. Dann eine weitere Frage, die natürlich super interessant ist. Wie sieht es denn so mit dem Gehalt bei Fluglotsen aus? Also wir verdienen überdurchschnittlich gut. Man kann es vergleichen mit dem Gehalt eines Piloten ungefähr. Das geht auch schon in der Ausbildung los. In dem ersten Jahr verdienen wir ca. 900 Euro brutto plus Wohngeld. Und im zweiten Jahr, wenn du im On-the-Job-Training bist, das heißt, du arbeitest eigentlich schon als richtiger Lotse, hast du noch einen Trainer hinten dran, verdienen wir schon so knapp 3.500 Euro brutto. Also es ist sehr, sehr gut. So, dann vielen Dank für den Einblick. Hat mich gefreut und noch viel Erfolg bei deiner Schicht heute. Ja, vielen Dank. Viel Spaß noch. Ne? Ja, tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich so viel übers Fliegen gesprochen, dass ich selber Lust bekommen habe zu fliegen. Deswegen mache ich heute meinen allerersten Fallschirmsprung. Felix, Hände ins Kurzzeug! Ja, Beine nach vorne! Auch sowas muss übrigens bei der Deutschen Flugsicherung angemeldet werden. Die ist mit ihren Fluglotsen nämlich dafür verantwortlich, den gesamten Luftraum zu koordinieren. Das war mir so vor dieser Reportage ehrlich gesagt gar nicht bewusst, weil im Gegensatz zu Piloten treten Fluglotsen ja nie wirklich in Erscheinung. Dabei sind sie für den Flugverkehr genauso wichtig. Oh, jawohl! Yeah. Herzlichen Glückwunsch! Krass! Alles okay bei dir? Alles super!
Puh. Es war richtig krass, das einfach so zu sehen von oben, wie klein die Welt ist. Also wenn man das macht, kann man auf jeden Fall so die Faszination am Fliegen nachvollziehen. Richtig verrückt. Das war mein Tag als Fluglotse. Ich habe echt spannende Einblicke bekommen und super viel über den Job gelernt. Man hat Verantwortung, macht eine sinnvolle Arbeit, hat ein angenehmes Arbeitsumfeld mit relativ viel Freizeit und man verdient auch noch nicht schlecht. Also hätte ich das mal früher gewusst, wäre ich vielleicht echt lieber Fluglotse geworden. Vielen Dank an die Deutsche Flugsicherung, die mich bei diesem Video unterstützt hat und mir die Einblicke gewährt hat. Wenn ihr jetzt Interesse an einer Ausbildung zum Fluglotsen habt, dann findet ihr alle Informationen dazu in der Videobeschreibung. Welchen Beruf soll ich beim nächsten Mal ausprobieren? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Hier geht's zu weiteren Videos von mir und bis zum nächsten Mal. Tschüss!